kommt 2025 der Rentencrash, brauchen wir eine einheitliche Rentenversicherung für alle. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Am 6. April 2023 ist über die Online-Zeitung Der Westen von der Funke Mediengruppe ein Interview veröffentlicht worden, an dem ich teilgenommen habe oder in dem ich befragt worden bin durch den Journalisten Herrn Richelmann. Und der Herr Richelmann hat mir verschiedene Fragen zum Thema Zukunft der gesetzlichen Rentenversicherung gestellt und wie gerecht unser Rentenversicherungssystem oder generell unser Altersvorsorgesystem in Deutschland ist. Und ich habe dort in diesem Beitrag, den Link setze ich selbstverständlich in die Beschreibung des Videos mit rein, da können Sie dann mal drauf gehen und sich diesen Beitrag mal anschauen. Und ich habe in diesem Beitrag oder in diesem Interview auch klipp und klar gesagt, dass ich das völlig ungerecht finde, dass wir in Deutschland zwei Alterssicherungssysteme haben, also zwei große Alterssicherungssysteme haben, nämlich einmal das Alterungssicherungssystem der gesetzlich Versicherten und dann der Beamtinnen und Beamten, gegebenenfalls, Klammer auf, auch noch der Politikerinnen und Politiker. Und hier habe ich klipp und klar gesagt, dass es nicht sein kann, dass Beamte zum Beispiel im Schnitt in Deutschland 1,7 Millionen Beamte über 3.300 Euro Pension erhalten und vergleichbare, mit gleicher Lebensarbeitszeit vergleichbare Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder Angestellte maximal vielleicht 2.000 Euro bekommen, das schon eine relativ hohe Rente brutto ist. Meine Damen und Herren, und der Westen hat dann auch noch gleichzeitig eine Umfrage gestartet und hat dann die Frage gestellt, finden Sie es gut oder gerecht oder fair, wenn wir eine einheitliche Rentenversicherung haben? Und mit Stand 8.04.2023 haben an dieser Umfrage rund 1180 Menschen teilgenommen. Und diese Menschen haben zu 77% gesagt, ja, sie würden es gut und fair finden, wenn es eine einheitliche Rentenversicherung für alle in Deutschland gäbe. Ich finde, eine gute Umfrage, sie ist nicht repräsentativ, aber sie zeigt schon, dass doch eine Großzahl derer, die befragt worden sind, für eine einheitliche Rentenversicherung stehen. Ich im Übrigen stehe auch für eine einheitliche Rentenversicherung, in der alle in Deutschland einzahlen. Mich würde ganz stark interessieren, wie Sie dazu stehen. Halten Sie es für gut, dass wir alle zusammen in eine einheitliche Rentenkasse einzahlen? Oder finden Sie es gut, dass wir praktisch zwei Systeme haben, Rentenversicherung und Beamtenversicherung sozusagen und auch möglicherweise auch noch die Absicherung der Politikerinnen und Politiker. Auf Ihre Kommentare zu diesem Video bin ich wirklich sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.